Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Wir befinden uns in Friedrichsburg und hier habe ich ein paar Umbaumaßnahmen und Ergänzungen vorgenommen. Die offensichtlichste Änderung dürfte wohl sein, diese tolle Bahnhofshalle, die es ja als Modifikation gibt im Steam Workshop. Das ist wirklich eine ganz sensationelle Geschichte hier. Die habe ich jetzt hier endlich mal auf die Karte gebracht und hier in Friedrichsburg am Hauptbahnhof eingebaut und noch ein paar weitere Kleinigkeiten. Legen wir mal los. Wir fangen mal hier drüben an. Ihr seht da schon, da ist sogar schon das fertige Ergebnis zu sehen. Und zwar habe ich hier an dieser Stelle mal noch ein bisschen was ergänzt zum Thema tote Gleise und so einen stillgelegten und etwas verfallenen Güterschuppen mit eingebaut. Also Holzschwellen natürlich, das Ganze ohne Oberleitung und alles schön zugewuchert. Relativ simple Methode dazu, wie üblich. Ich nehme mir einfach einen einigermaßen großen Baum und versenke den ein ganzes Stück im Boden, um den Eindruck zu erwecken, dass das hier alles schön mit Gebüsch zugewuchert ist, die ganze Geschichte. Dann wird hier Grastextur natürlich auch über die Gleise drüber gepinselt. Und alles weiter zugewuchert. Bisschen Variation mit drin. Gibt nicht nur optisch, also von der Form her ein bisschen Variation, sondern auch von den Farben her. Dann habe ich mir hier nochmal so einen kleinen Bereich freigeräumt und habe hier einfach alte Industriegebäude verwendet. Und habe geschaut, was kann man so einigermaßen zusammenstecken. Das Ganze dann hier mit der Viaduktbaumod noch ein bisschen ergänzt, also praktisch diese Verladerampe einfach verlängert, ungefähr die gleiche Höhe hingefummelt und ungefähr die gleiche Breite. Und eine ähnliche Textur, denke ich, habe ich auch erwischt. Und hier zum Abschluss praktisch nochmal so ein kleines Industriegebäude dran gebaut. Und dann kann man das, glaube ich, schon als alten Güterschuppen durchgehen lassen. Auch wenn hier halt Schornsteine mit dran sind, macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Aber von der Optik her insgesamt ist das schon okay. Und auch das ist natürlich ziemlich zugewachsen. So, und noch stärker zugewachsen. Dann hier hatte ich noch so ein kleines Stellwerk aufgestellt. Da müssen halt jetzt auch noch so ein paar, naja, Betriebswege hin. Und irgendwie muss das Personal da ja auch hinkommen. Das Stellwerk ist auf jeden Fall noch in Betrieb. Deswegen gibt es hier nochmal so einen kleinen Trampelpfad, so einen kleinen Feldweg, der hier entlang führt. Und hier geht auch nochmal so ein kleiner Weg entlang zum Güterschuppen. Bisschen mit den Texturen noch drüber pinseln, bisschen Drecktextur dazu. Passt immer ganz gut für solche Geschichten. Ein paar Fahrzeuge für die Mitarbeiter hingestellt. Und abschließend noch hier einen kleinen Gleiszaun reingezogen. Und dann haben wir hier schon mal wieder ein bisschen was mehr zum Thema tote Gleise. Und natürlich ein paar von diesen Bretterhaufen. Die, finde ich, sind immer relativ passend für solche Geschichten. Gut, weiter zum nächsten Thema. Auch hier wieder so eine Geschichte, die nicht allzu detailreich wird. Da wollte ich halt im Prinzip noch mal ein bisschen was zum Thema Gewerbe haben. Hier so direkt vor den Toren der Stadt praktisch. Und dann ist es eben mal wieder so ein Autohaus geworden. Ein wiederkehrendes Thema, aber Autohäuser und Werkstätten gibt es ja wie Sand am Meer. Von daher
passt das schon. Auch hier wieder verschiedenste Industriegebäude einfach mal zusammengefügt. Da kann man sich ja schon ziemlich austoben. So, und auf die Art und Weise eben ein etwas größeres Areal gefüllt. Und den Rest machen wir jetzt einfach noch mit Autos voll. Bisschen anpinseln natürlich hier, Betontextur. Einmal für das ganze Areal Shift gedrückt halten, dann kann man eben auch über die Straßenränder drüber pinseln. Und dann wird das hier alles mit diversen Autos gefüllt. So, dann einige Minuten später hatte ich noch mehr Autos aufgestellt, ein paar LKWs hingeschmissen, ein paar Personenassets. Warum ich mir hier übrigens die Lanes einblende. Also die Lanes, für die, die es nicht wissen, das ist eben, sind genau die Linien, wo Fahrzeuge entlangfahren, beziehungsweise eben auch die Sims entlanglaufen, wenn sie zu Fuß unterwegs sind. Und auf die Art und Weise kann ich halt einfach vermeiden, dass ich die Zäune genau dorthin stelle, wo auch die Sims entlanglaufen. Und dadurch kann ich natürlich vermeiden, dass mir die Sims eben ständig durch die Zäune und Mauern hindurchlaufen, was auch regelmäßig passiert. Aber wenn ich mir eben die Lanes einblende, das geht mit Steuerung Alt, Gr und L. Dann seht ihr das. Und könnt entsprechend eben so dekorieren, dass die Leute nicht durch die Sachen durchlaufen. Hätte ich auch schon durchaus früher drauf kommen können. So, ein bisschen Beleuchtung noch dazu. Straßenlaternen. Und fertig ist das Ding. So, dann hier links im Bild habe ich einfach noch mal ein bisschen Gestrüpp bzw. eben Gebüsch und sowas aufgepinselt und den kleinen See aufgemalt. Also so einen kleinen Teich einfach. Simples Naherholungsgebiet hier auch direkt am Stadtrand. Dann wird der Kreisel hier noch minimal aufgehübscht. Mit ein bisschen Grünzeug, bisschen Blumentextur dazu. In der Mitte noch ein Baum reingeschmissen. Bisschen was von diesem Holunder außenrum. Damit das hier nicht gar so karg aussieht, die ganze Geschichte. So. Dann hier noch so kleine Spazierwege mit reingezogen. Und auch das relativ simpel gehalten. Im Wesentlichen Kulissenbau. Und dann haben wir doch mit relativ simplen Mitteln oder sogar sehr, sehr simplen Mitteln einen gar nicht mal so kleinen Bereich gefüllt. Dann wird der Bahnhof hier umgebaut. Wenn ihr diese Meldung bekommt, dann müsst ihr einfach so lange suchen, bis ihr ein Element findet, das ihr abreißen könnt. Also Hintergrund, ich wollte hier eben diese ganze Überdachung erstmal abreißen und habe dann immer diese komische Kollisionsmeldung bekommen. Und meine Erfahrung ist bislang, dass man einfach so lange suchen muss, bis man eins der Module abreißen kann. Und dann kann man den Rest auch wegreißen, falls ihr das Problem auch mal irgendwann bekommen solltet. So, und ich habe den halt massiv umgebaut, weil ich auch hier überall diese niederländischen Bahnhofsmodule haben wollte. Aus den bekannten Gründen. Vernünftige Bahnsteigkante, vernünftige Bahnsteighöhe. Und deswegen waren hier einfach nochmal ein bisschen größere Umbaumaßnahmen angesagt. So, die Mauer kann eigentlich ganz weg dann auch an der Stelle. Und dann, wenn wir hier noch die Unterführungen hinzugefügt haben, kommt ja das eigentliche Prachtstück. Die Mod, die ich bislang offen gestanden noch gar nicht benutzt habe. Also diese Bahnhofshallenüberdachung, das Ding hier, diese Dachkonstruktion. Und ihr seht selbst, das ist super easy in der Anwendung. Also es geht kaum komfortabler. Man setzt eben diese Elemente genau auf die Bahnsteige, die dann insgesamt überdacht werden sollen. Und dann wird das Ding einfach automatisch drüber gespannt. Und das ist schon echt der Hammer. Sieht gut aus und ist in der Handhabung einfach, also kinderleicht. Könnte nicht einfacher sein. Das hat vielleicht 15 Sekunden gedauert. Naja, 10 Sekunden, wenn überhaupt. Das Ding hier drüber zu spannen. Also das ist schon wirklich eine verdammt coole Sache, muss ich sagen. Und werde ich sicherlich noch öfter benutzen. Hier sieht man es jetzt auch schön im Hintergrund. Also fügt sich auch absolut gut ein, so ins Gesamtbild. Sehr, sehr stimmige Geschichte. Und man kann es natürlich auch, also anders konfigurieren, sage ich mal. Man muss ja nicht
mit einer kompletten Halle einfach alle Bahnsteige überspannen, sondern kann das auch auf zweimal machen. Dann hat man halt zwei kleinere Hallen oder man kann es ganz klein machen. Und es gibt auch eine alte und eine neue Variante, also sensationelle Geschichte, wirklich. Auch im Steam Workshop zu finden, gibt es also entsprechend auch in meiner Mod-Kollektion. Richtig, richtig coole Mod. Naja, und dann schauen wir uns das Ganze natürlich noch ein bisschen im laufenden Betrieb an. Hier ist übrigens auch, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge angesprochen, dieser lange Schüttgutzug, den habe ich jetzt doch mal ein bisschen durcheinander gewürfelt. Also die Vanillawägen rausgehauen und stattdessen die ganzen anderen Schüttgutwagen da hinter die 151er gespannt, damit der mal ein bisschen anders durch die Gegend fahren darf. Hier haben wir gerade noch mal ein bisschen diesen stillgelegten Bereich im Bild und dann gehen wir mal Richtung Hauptbahnhof und schauen uns das Ganze hier mit dieser neuen Haupthalle mal an. Das ist in etwa die Perspektive vom Stellwerk aus gesehen. Gemischter Bahnverkehr, wie üblich, Regionalzüge, einiges an Fernverkehr. Hier muss ja alles durch, im Wesentlichen, was zwischen Königsburg und Karlsberg unterwegs ist und eben nicht über die Nautalbahn als Umleiter fährt. Deswegen ist hier auch mal relativ viel geboten. HV-Signale habe ich in Teilen nochmal ergänzt, nachträglich jetzt in der Zwischenzeit. Und ich habe hier in die Haupthalle halt auch nochmal so einen Overpass hier, ne? Also eben diese Brückenkonstruktion eingebaut, die ja auch bei der niederländischen Bahnhofsmod, Bahnsteigmod mit dabei ist. Ist nicht ganz ideal, weil halt Teile von dieser Hallenkonstruktion so ein bisschen durch die Brücke hindurch gebaut werden, aber ist zu vernachlässigen. Sieht trotzdem ganz cool aus, finde ich, wenn man so eine kleine Brücke in der Halle drin hat. Ist eine nette Geschichte. Ja, dann bleiben wir hier ein bisschen vor Ort am Hauptbahnhof in Friedrichsburg und schauen uns ein bisschen Bahnbetrieb an. Das ist ein Intercity, der gerade aus Königsburg kommt. Einfahrt auf Gleis 6. Und er hat zu meiner Schande noch keinen Speisewagen im Zugverband eingereiht. Deswegen nutzen wir die Gelegenheit, wenn der hier gerade mal kurz Halt macht, und ändern das. Das ist einfach so wahnsinnig angenehm, dass man das jederzeit ändern kann, die Zugverbände. Also wirklich ein schönes Feature hier in Transport Fever 2. Und da ist er auch, das Bordrestaurant. Sehr gut, dann wäre das auch erledigt und die Leute sind zufrieden. Jo, buntes Treiben. Also es ist auch relativ viel los hier an diesem Hauptbahnhof. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich habe keinen einzigen Sim, keine Personen-Assets hier aufgestellt. Also die sind tatsächlich hier mit Reiseabsicht unterwegs in diesem Bahnhof. Ich habe auch ansonsten davon abgesehen hier keinerlei Dekoarbeit bislang über die Bühne gebracht. Das sind alles diese Sachen, die man eben, die mit der Mod mitgeliefert werden, mit den niederländischen Bahnsteigsmodulen. Also diese gelben Fahrkartenautomaten da im Hintergrund, die Fahrpläne und so weiter. Die 103 auf Überstellungsfahrt. Die saust auch einfach immer hin und her zwischen Königsburg und Karlsberg. Wird schon einige Kilometer abgespult haben. ÖBB ist natürlich nach wie vor auch vertreten auf der Karte hier, unter anderem mit dem City Shuttle Wiesel. Super schöne Mod auch. Ziemlicher Hingucker, wie ich finde. Ja, der ICE hätte, glaube ich, eigentlich halten sollen hier. Ich weiß nicht, warum er es nicht tut. Ich nehme an, es war mein Fehler. Ich muss die Linie nochmal kontrollieren.
Und da ganz im Hintergrund auf Gleis 1, den habe ich jetzt auch nochmal neu auf die Anlage gebracht, weil ich diese, ich glaube sie heißen Modularwagen von der ÖBB, die hatte ich auch noch gar nicht unterwegs. Höchste Eisenbahn, die mal ins Spiel zu bringen. Bespannt natürlich mit Taurus. Ich glaube Baureihe 1116 müsste das sein. Und auch eine dieser Repaint-Varianten, die ich bislang noch nicht genutzt habe. Also das ganze Paket, das Taurus-Paket ist ja auch, also kommt ja mit einer unglaublichen Vielfalt auch daher. Da hat man sehr, sehr viel Abwechslung. So, der Intercity hat bereits sein Bordrestaurant. Sehr gut. Dann begleiten wir den Kollegen hier gerade noch mal ein Stückchen. Ich denke, das hat er sich als Neuzugang auf der Karte auch durchaus verdient. Und hier auch wieder einige Sequenzen dabei, wo man das mit der Performance durchaus schon merken kann. Was ich ja schon angesprochen habe. Also ich bin langsam in einem Bereich angelangt, wo es halt spürbar wird, die ganze Geschichte. Ah, die sehen schon gut aus. Sehr schön. Jo, ab Richtung Königsburg auf der Schnellfahrstrecke. Und diese Ortschaft im Übrigen, das ist dann auch... Die ist fast fertig, also bedeutet, das wird auch eine der nächsten Folgen irgendwann werden, wo wir diese Ortschaft hochziehen. Aber wir gehen nochmal zurück nach Friedrichsburg, an den Hauptbahnhof, in die Haupthalle, wo gerade ein Cityjet angekommen ist. Der dürfte jetzt gleich wieder kehrt machen und Richtung Königsburg zurückfahren. Ein bisschen arg wuchtig sind die Ticketautomaten, wie ich finde. Vielleicht reiße ich die nochmal weg und baue mir selber welche hin. Mal schauen. Aber auch hier, also Friedrichsburg an sich hat sich schon ganz nett entwickelt, auch im Laufe der Zeit. Auch wenn das ja überhaupt nicht so geplant war, hatte ich ja, glaube ich, auch damals erwähnt bei der Bastelfolge. Das sollte einfach nur so ein kleines Unterwegsding werden und ein bisschen Kulisse außenrum. Aber insgesamt jetzt auch gerade so mit der Bahnhofshalle, das ist so ein bisschen das i-Tüpfelchen so. Das Gesamtbild ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Auch hier, also das ist ja auch wirklich dahin gekleckert, dieses Areal, aber es rundet die Sache doch noch ganz nett ab. Auch hier so Bahnhofsvorplatz mit dem kleinen Parkplatz und die Fahrradständer und so weiter. Das ist schon okay insgesamt. So, dann gehen wir mal ein bisschen weiter weg noch mit der Kamera abschließend, damit man das Ganze noch mal ein bisschen in der Gesamtheit sehen kann. Und damit man auch noch mal ein bisschen sieht, wie die Haupthalle wirkt. Also die sieht man ja auch wirklich auf weite Entfernung. Ist halt schon auch so ein Ding, was einfach das gewisse Etwas, finde ich, in eine Stadt bringt. Schon sehr cool. Hätte ich schon viel, viel früher mal benutzen sollen, das Ding. So, links nochmal schön die Nautalbahn zu sehen. Ein kleiner Teil davon. Auch die Stahlbogenbrücken sehen sehr, sehr gut aus der Ferne. Und dann soll es das auch langsam gewesen sein. Wir schauen uns das Ganze hier nochmal kurz aus der Luft an. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin und macht's gut.